Okay, Level 38 wird er es nie wieder hinkriegen. Obwohl, ich glaube, du hast nicht mehr viele finden, ja. Die waren dann. Kurz überlebt die Aquawelle. Ich bin mir da nicht so sicher. Du hast den Gift-Hieb überlebt, dann kannst du das auch. Na herrlich. Blitzer, mach es weg. Hypertrank. Ich habe nicht mehr so viele Hypertränke wie gedacht, wie ich haben würde, wenn ich hier hinkomme. Pokémon Liga. Ist ein Pokémon Center, heißt, ich kann hier auch hinfliegen, ne? Heißt, ich kann mir Psychokinese holen. Ich bin einmal gescheitert, aber das hat mich nur stärker gemacht. Und ich kann, glaube ich, schon noch mal ein paar Hypertränke kaufen. Siegenschasse, sie wird dem Ruf gerecht. So. Pokémon Liga. Ich speichere noch mal. Und ich gucke noch mal vorher, ob ich hier wirklich hinfliegen kann. Eigentlich kann man überall hinfliegen, wo ein Pokécenter ist, deswegen... dürfte das eigentlich sicher sein. Ich war mir nicht sicher, weil da so ein Köpfchen drüber war. Aber wenn man da... ja, wenn man kann da hinfliegen. Weil normalerweise muss das einfach aufleuchten. Aber da der Kopf drüber war, war ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, bei Elistis ist es. Hier hoch. Dann jetzt zertrümmern. Hier oben muss es eigentlich sein. Ja. Hier macht Bronzong richtig stark. Psychokinese. Ich habe jetzt nicht auf die Nummer geachtet. Ich müsste auf die Nummern achten, dann wüsste ich, wo das war. Ein mächtiger Strahl telekinetischer Energie trifft den Gegner, die Spezialverteidiger des Gegners sind. 90 Stärke, Genauigkeit 100. Wer kann es denn alles lernen, außer One Song? Keiner. Ja, das ist ein Sondersensor. Okay, es ist nicht viel stärker, aber es ist stärker. Konfusion dafür weg, oder? Pyroball? Ne, Konfusion. Boah, ich keine Konfusion mehr. Habe ich hier noch ein paar Unlicht-Attacken? Brüller, Toxin ist Gift, Hagelsturm, Kugelsatzung, Erhöhner, Frustration, Rückkehr, Schaufel, Doppeltin, Matschbombe, Felskrabbe, Aeroas, Raub, Wertwechsel, Übernahme, Ruhrort, Lake, Schleuder, Ladestrahl, Ablativ, Silberhauch, Itemsperre, Dunkelklaue, Dunkelklaue ist, glaube ich, Gift, Geist. 70. Kann ich das Sneebel beibringen? Ja, rein theoretisch schon. Lass es aber erstmal. Gegenstoß, der Anwender legt die Attacke auf, dass er die nach einem gegnerischen Angriff ein, verdoppelt sich die Kraft. Okay.
Okay. Dann mache ich Eissturm tatsächlich weg, weil Finte habe ich gerne. Und Schlitzer weiß ich auch nicht, ob ich das wegmachen sollte. Obwohl, das hat kein Step Attack, ne? Mach ich mal Schlitzer weg. Eissturm lasse ich mal, falls uns die Angriffskraft genommen wird. Dann kann ich wenigstens noch Eissturm einsetzen. Ah ja, ich wollte ja noch ein paar Sachen kaufen. Ja, das muss ich aber woanders machen. Weil ich glaube, hier in dem Shop, das ist ja kein richtiger Pucke-Laden, Pucke-Supermarkt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da Sachen kaufen kann. Ich wollte noch mal ein paar Hypertränke kaufen, einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich brauche ja nichts Stärkeres, weil... bin ich doof. Ich brauche ja nichts Stärkeres, weil... ich glaube, das ist in die Richtung. Weil wir nichts über 200 haben an KP. Bis jetzt 105, 134, 132, 127, 125 und 144. Ich mache mal 12. Dann haben wir wieder 50. Und ein bisschen um... Ach scheiße, dann hätte ich kein Geld mehr. Ich würde ein paar Supertränke kaufen, damit ich ein paar Hypertränke sparen kann. Aber ich will gerne auch das Geld behalten. Weil das letzte Geld, was ich kriege, ist auf der Siegestraße und danach... ja, dann haben wir ein Problem. Und auf die, ich denke mal, da ganz am Ende bei der Pokémon-Liga nach der Siegestraße kann man wahrscheinlich noch Ether und sowas kaufen. Wenn nicht, dann eben nicht, aber bitte sei nicht dunkel. Ja, das wäre auch schlimm gewesen, wenn ja. Meditalis. Da kriegst du Sneeble voll aufs Maul, deswegen muss ich wechseln. Level 45, okay. Hier kann man, glaube ich, gut trainieren. Und zurück. Stromkick. Das tut weh. Das tut sogar richtig weh. Fliegen. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und mache die stärkere Attacke, auch wenn die ein bisschen länger dauert. Ich hab Plus. Er hätte mehr Schaden machen können. Ah, heilen. Heilen ist gut. Bitte kein Turmkick. Kraftwelle. Das tut auch gut Schaden machen. Fast schon zu guten Schaden, Aeroass. Level up? Nee, so wenig. Geh mal erstmal da unten gucken, weil da ist ein Ball. Aber vorher heile ich meinen Raptor. Ich hätte vielleicht noch ein paar Beleber kaufen sollen. Wie viele habe ich denn? 27. Ich habe nur gerade geguckt, wie spät wir es haben. Ich hoffe, es ist noch Nacht, wenn wir das Item finden. Dann gebe ich dem direkt einen Sonderbonbon. Wenn es das Item hat, damit wir direkt ein Sibuna kriegen. Sei gewarnt, Sterblicher, ich kann die Zukunft sehen. Sterblicher. Was bist du für einer? Du bist ein Psycho, das finde ich gut. Weil ich habe Markus, hey, moin. Ja, Alpollo ist mir scheißegal. Dann halt Geister-Pokémon.
Bin das ein Psycho oder ist das ein Medium? Gegenschoß. Okay, Finte wäre besser gewesen. Weil Apollo nicht als erstes angreift. Aber es hat gereicht. Inga, da gehe ich doch lieber auf Finte. Obwohl, es könnte schneller sein. Dann gehe ich dann doch lieber auf ist Level 46 Gegenstoß. Ach, scheiße, die wandern. Finster Aura. Das macht nicht so viel Schaden. Ne, 20. Da wir mehr Finten haben, darf ich auch mit Finte an. Simsala, ne, da bleibe ich mal dabei. Das kann zwar bestimmt Psychokinese oder so ein Käse. Psychokinese. Ich krieg Betrug. Ich konnte das nicht, also den Witz nicht so wirklich, den Wortwitz so wirklich aussprechen. Psychokikese oder so. Komm, lass mir das. Das ist nicht mehr witzig. Das war noch nie witzig. Ja, ist vielleicht was dran. Level up für Sneebel. Jetzt kommen endlich mal Gegner, die Sneebel besiegen kann. Der Markus, so sei es, ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen. Aha! Du wirst mich besiegen. Lass mal gucken, ob da ein Item ist. Ich benutze so ungern den Itemfinder. Okay, da sollten wir wechseln. Weil Gesteins-Pokémon. Und zwar zu Bronzong, weil der erstens Stahlattacken hat und zweitens hält er eine Finale aus. Oder Explosion. Explosion ist auch, glaube ich, normal, ne? Heißt, macht nicht viel Schaden. Ja, wenig würde ich das jetzt aber auch nicht nennen. Folterknecht. Will ich wieder hoch oder will ich hier unten rumlungern? Ich gehe erstmal wieder hoch. Weil von oben kann man besser sehen, was unten ist. Wenn das Sinn macht. Ich glaube, Bronzong wird es nicht überleben, ne? Explosion. Okay, der Festwurf. Okay, der war auch daneben. Lichtkanone. Mein Freund. Nichts erscheint. Sneebel ist eine scheiß Idee. Um ganz ehrlich zu sein, da setze ich doch lieber Moorlord ein. Sandgrab, okay. Das dürfte ja nicht so wirklich viel Schaden machen. Bei Bodenattacke. Ach, sowas ist das. Die Attacken hasse ich, weil die sind langweilig. Die machen so wenig Schaden. Die machen zwar Damage over time, aber so wenig, dass das fast keinen. In langen Kämpfen kann das vielleicht gewinnbringend sein. Aber ich versuche meine Kämpfe so kurz zu halten wie möglich. Deswegen
bin ich sowas persönlich dumm. Ein anderes Ansatz, wir wollen ja von mir aus, aber ich bin da eher dagegen. Okay, da unten ist auch nichts mehr. Wir gehen erstmal den Trainer da besiegen. Ein Golbat, ein Luke-Gift-Pokémon. Komm, Gegenstoß. Golbat ist langsamer als Sneebel, also wirklich. Ich hätte auch Lawine einsetzen können. Das wäre, glaube ich, intelligenter gewesen, ne? Ach, scheiß die Wand an. Ich habe vergessen, dass es ein Flug-Pokémon ist, obwohl ich es gesagt habe. Ich habe vergessen, dass Sneebel ein Eis-Pokémon ist. Wahrscheinlich eher das. Lawine ist auch langsamer als alles andere. Das ist interessant. Aber es müsste trotzdem reichen. Es ist schon geschwächt und so. Und es hat nur ein Level über uns, über Sneebel. Ah, supi. Ich hasse das, dass ich manchmal gegen Sachen laufe, obwohl ich das gar nicht will. Komm, Morlord. Eisenschweif, das hat Sneebel sehr zerrissen. Das geht hier so eher. Kaskade. Kleine Politur, mach doch. Mach dich nur schneller. Warlord ist sowieso langsamer als du, deswegen Wayne. Hast du es nicht gemerkt, dass der langsamer ist als du? Das ist auch noch eine Brücke. Oh, moin. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Oh, du bist ein Flugtrainer, Vogeltrainer. Ich dachte, du siehst halt so ein bisschen aus wie ein Asttrainer, deswegen habe ich damit gerechnet. Okay, Flug-Pokémon finde ich gut, weil Sneebel ein Eis-Pokémon ist. Lawine. Luftschnitt. Macht, glaube ich, gut Schaden, aber Sneebel hält das aus und Lawine macht doppelten Schaden jetzt. Ich hoffe nur, dass das nächste Flug-Pokémon nicht so stark ist. Bitte überlebt das nicht. Das war ganz schön knapp. Also wenn das so langsam geht, ich weiß, dass das darstellen soll, dass das Pokémon viel Leben hat, aber dann denke ich immer, das klappt dann doch nicht. Da habt ihr, es wird schneller sein als Sneebel. Wird aber nicht schlimm sein. Was der Raptor wahrscheinlich Sneebel nicht kaputt haben. Warte, es kann Nahkampf, glaube ich, ne? Wir versuchen es einfach mal. Ich setze trotzdem Lawine ein. Aeroas. Wird es überleben? Nein. Ne. Ja, besser Luxra, einfach damit der Kampf ein bisschen schneller vorangeht. Auch wenn die anderen trainiert werden müssten. Funkensprung. Der Raptor ist halt schnell wie Sau, ne? Das macht aber nicht viel Schaden. Ah, 28. Und bist du weg? Ja. Level 48er Pokémon sind schon eine Nummer. Sind schon eine Hausnummer. Halt, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich darf auch nicht so viele Beleber und so verwenden und Hypertränke, weil die müssen auch noch für die Top 4 reichen, um ehrlich zu sein. Ein Item, ein Hyperheiler. Ja, davon habe ich ein bisschen viele. Und ich habe noch den ganzen anderen Heilkrempel, deswegen
Davon kaufe ich auch nichts mehr. Gegen Gifte, Feuerheiler und den ganzen Rotz. Den kaufe ich nicht mehr. Ja, lieber auf Bronzong wechseln. Würdest du eigentlich überleben? So eine Explosion, das habe ich eben schon gefragt, aber... Ach, kacke Erdbeben. Das, ja, das macht Bronzong eigentlich komplett im Eimer. Ja. Dann muss ich Morlord schicken. Weil der macht dasselbe. Oder Kaskade, komm. Ich habe halt einfach nur daran gedacht, dass Bronzong eine Explosion aushält. Morlord wahrscheinlich nicht, aber Morlord ist echt schneller als Georok. Außerdem muss Morlord mehr trainiert werden als Bronzong im Moment. Deswegen setzen wir lieber Morlord bei so einem Zeug ein. Was für ein Level ist Nebel mittlerweile? 43? Hier 44 heißt, es wird bald wer anders trainiert. Ich hoffe, ich erkenne das Item, dass das ist, um Snibble weiterzuentwickeln, dass ich den Namen noch im Kopf habe. Ich habe den gerade, also ich könnte dir den Namen nicht sagen, wenn ich wollen würde. Aber ich hoffe, dass wir da noch in der Nacht sind, laut Spiel. Sonst stelle ich die Uhr des DS um. Das ist mir dann auch scheißegal. Weil ich höre nicht auf, bevor ich die Top 4 heute besiegt habe. Und ganz ehrlich, mir das zu verwehren, dass Nibel sich entwickelt, nur weil ich dann am nächsten Tag, also jetzt durchmachen will und nicht bis zur nächsten Nacht warten will, also ganz ehrlich, das ist ein Kacksystem. Ich bin so froh, dass es später nicht Tag und Nacht von der Echtzeit ausgeht, sondern von Ingame-Zeit. Zum Beispiel zumindest bei Pokémon Popo und Kamezin. Heiltrank? Ja, ist es so. Ich weiß nicht, wie es bei Schild und Schwert war. Die habe ich ja nie gespielt. Meine Fresse, ich will doch nur einfach mal weiterkommen. Stalos. Da setze ich auch gerne Morlord ein. Und Stalos fangen kann. Das ist für ein crazy shit. Früher musste man das also tauschen. Jetzt kann man das hier einfach fangen. Ich hätte das so gern gehabt in der... Ich hätte so gern mein Aaron in Gold weiterentwickelt. Ich glaube, Kaskade reicht ja, weil es auch ein Teil Boden-Pokémon ist. Ich hätte es so gern weiterentwickelt, aber ich hätte das dann tauschen müssen. Und Und ich habe, glaube ich, nie einen Metallmantel gefunden, deswegen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, nie passiert. Also ist es auch nicht. Die Kaskade hat nicht gereicht. Wahrscheinlich hätte Erdbeben da, glaube ich, ein bisschen besser getan. Oder ich weiß auch nicht. Weil es ist ja ein. Hallo? Wieso? Bleib zurück. Wieso hat Kaskade jetzt nicht gereicht? Du bist das so schwach auf einmal gewesen. Keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, nicht richtig aufgepasst. Wurde Morlords Angriffskraft gesenkt? Wenn ja, dann habe ich nicht aufgepasst. Wir sind nicht mal irgendwie weit gekommen und schon haben wir 5 Hypertränke verschwendet. Benutzt. Und auch schon ganz schön viele Beleber weg. Und hier muss man Kackfleisch tatsächlich haben, sonst kommt sie hier nicht weiter. Okay, da kommt man wahrscheinlich nur nach unten, da wo man eben den Pico gefunden hat. Wie kommt man denn raus, wenn
man keinen Kraxler hat. Lawine. Horrorblick, okay. Hoffentlich reicht die Lawine so aus. Auch ohne vorher Schaden zu bekommen. Wenn das nicht viel ist, was überbleibt, vielleicht setze ich Finte ein. Weil damit Snibel gar keinen Schaden kriegt. Ja, gut. Weil Finte ist ja ziemlich oft als erstes dran. Nicht darunter springen. Wie kommt man denn da wieder hoch? Ich habe das nur gesehen, dass man mit Kraxler wieder hochkommt. Und wenn du Kraxler nicht dabei hast und kein Pokémon, dass du es beibringen kannst, bist du dann hier gefangen oder? Oder gab es da einen Ort wieder da wegzukommen? Und ich habe es nicht gesehen. Und du hast auch keine Dinger mehr. Keine, wie heißt es? Keine Fluchtseile. Und du bist einfach am Arsch. Dann heißt es Neuladen, aber was ist, wenn du da sogar speicherst an der Stelle? Und hast Krax, also hast kein Pokémon, das Krax. Du kannst besiegt werden. Das kannst du und dann zum letzten Pokécenter zurückgeschickt werden. Also du bist nicht komplett am Arsch. Wie ist das nicht, wenn mal was passiert? Bei Final Fantasy 4 auf dem DS. Und da war ich, also Spoiler, man kommt irgendwann auf den Mond und ich war an einer Stelle, also mit einem Luftschiff und ich war an einer Stelle mit dem Luftschiff geparkt, wo man nur mit dem Luftschiff hinkommt und auch nur mit dem Luftschiff wieder wegkommt. Und ich war dann in der Höhle, hab Sachen gemacht, bin wieder raus und das Luftschiff war despawned. Es war einfach weg. Und anstatt intelligent zu sein, den letzten Spielstand laden, was mache ich? Den Spielstand überschreiben. Also ich habe gespeichert und den letzten Spielstand sogar überschrieben. Und ich muss hier wechseln. Heißt, ich glaube, das habe ich bei meinem Final Fantasy 4 Let's Play sogar gesagt, aber das ist schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich da gesagt habe. Das ist 2020, ey. Meine Fresse. Schon 3 Jahre her. Macht 3 Jahre dieses Let's Play Zeug hier auf diesem Kanal. Meine Güte. Eros. Ich habe, ja, wie gesagt, gespeichert und meinen Spielstand, also, und dann habe ich neu geladen und dann war das Flugschiff immer noch weg. Heißt, ich kam nicht mehr weg. Ich kam nicht weg von dem Fleck. Heißt, ich konnte nicht weiterspielen und, wie gesagt, Spoiler, das war Endgame-Gebiet und ich war kurz am Ende des Spieles. Ich war vor dem letzten Dungeon quasi, habe noch einen optionalen Dungeon gemacht und da ist das Luftschiff despawned und ich kam nicht mehr zum finalen Dungeon. Heißt, ich hätte entweder das Spiel neu starten, also komplett neues Spiel anfangen müssen, das von Anfang an bis dahin spielen. Oder es in die Ecke werfen und nicht mehr weiterspielen. Was ich gemacht habe. Ich habe das Spiel, also ich habe das dann nicht zu Ende gespielt. Dann das erste Mal hier im Let's Play. Vor 3 Jahren. Ich habe aufgeschossen, tut mir leid. Aber hat man, glaube ich, auch nicht gehört, weil ich ziemlich leise aufgeschossen habe. Nur das hat man wahrscheinlich gehört. Also, ja. War nicht so ideal, ne? Damals bei Final Fantasy 4. Das war, als das Spiel rauskam. 2008 oder so. Meine Fresse, das ist auch ewig her. 15 Jahre, ne? Ja, 15 Jahre. Ich will. Oder? Ich will nicht 25 sagen, dann fühle ich mich alt wie Scheiße. Nein, das sind 15 Jahre her. 2000, also 8 plus 15 sind 23, ja, passt schon. Kaskade. Oh,
Machen wir Surfer, vielleicht ist das besser. Weil vielleicht ist seine Spezialverteidigung. Er macht Eisenschweif und das steigt, glaube ich, seine Verteidigung, kann das sein? Ich mach mal Surfer, vielleicht ist seine Spezialverteidigung einfach weg. Ja, scheint so zu sein. Nächstes Mal setzen wir Surfer bei den ein. Risiko-Tackle finde ich gut. Ich möchte nicht, dass Monot besiegt wird, aber wäre eigentlich gar nicht verkehrt und hätte Sneebel die ganzen Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube, Monot wird auch als nächstes trainiert, weil. Oder nicht. Weil ich kann Monot dann immer, also zu Monot wechseln, wenn jemand anders trainiert wird, wenn das nötig sein wird. Ich glaube, Panferno wird als nächstes trainiert, weil er kann mit Nahkampf seine hier Steins-Pokémon so weglegen, wegmachen.